Komplexität, wie wir das mit einer mittelgroßen Stadt in Deutschland umsetzen, gibt es sowas eigentlich vergleichbar bis jetzt noch nicht. Eine komplette Stadt in eine Fahrsimulation zu bringen, das hat bisher noch keiner gemacht. Das ist ein großes, interessantes Puzzlespiel. Ich habe 3.800.000 einzelne Dreiecke. Wir wissen nicht, ob es machbar ist, aber wir denken, es ist machbar. Im Projekt Virtuelle Welt beschäftigen wir uns seit ungefähr 3 Jahren mit dem Generieren einer 3D-Umgebung. Wir wollen die Realität im Simulator wieder erstellen. Und Braunschweig ist im Prinzip der Prototyp für uns. Er bietet alle möglichen Verkehrssituationen, die man in vielen Städten Deutschlands findet. Praktisch ist es eben die virtuelle Welt, die in einem Fahrsimulator läuft. Wir benutzen ja die Fahrsimulatoren bei uns im Institut für die Entwicklung und auch für das Testen vom automatischen Fahren. Und dafür brauchen wir eben auch eine 3D-Umgebung, sodass wir dann am Ende im Simulator rumfahren können. Wenn wir durch Städte fahren, ist uns gar nicht bewusst, was alles in so einer Stadt rumsteht. Die Stadt Braunschweig hat eine Stadtfläche von ungefähr 100 Quadratkilometer. Wenn wir das versuchen, als 3D-Modell nachzubauen, da kommt eine ganze Menge zusammen. Einfache Geradeausstraßen sind natürlich das geringere Problem. Das Spannende passiert an den Kreuzungen, wo wir unterschiedliche Abbiegespuren haben, Sperrflächen, Busspuren, Straßenbahnen, die kreuzen. Ja, wie bei jeder Kreuzung ist es so, dass wir hier mit viel Infrastruktur zu tun haben. Wir sehen hier einen Haufen Masten, an denen Verkehrsschilder oder Lichtsignalanlagen, das, was wir so als Ampel kennen, aufgehangen sind. Zum anderen haben wir aber auch die Stadtbeleuchtung und all das kommt aus unterschiedlichsten Datenquellen. Und diese Datensätze müssen wir zusammen fusionieren. Das Ganze machen wir mit Hilfe eines weiteren Datensatzes der Stadt Braunschweig. Und dann schaffen wir es tatsächlich, dass am Ende alles an einem Mast hängt. Hinterher entsteht im Prinzip ein komplettes 3D-Modell, wo ich also das Gelände drin habe, die Straße da ist, die Gebäude da sind. Die ganze Summe macht es eigentlich aus, dass sich das irgendwie anfühlt wie eine Stadt. Aber der Teufel liegt im Detail. Wenn man sich dann anfängt, mit den unterschiedlichsten Geodaten zu beschäftigen, die wir einsammeln, dann stellt man relativ schnell fest, dass an vielen Ecken und Enden wesentliche Informationen, die wir eigentlich benötigen, fehlen. Keine Datenquelle ist perfekt. Also ich habe überall Ungereimtheiten. Eine Ampel kann nicht irgendwo in der Grünanlage stehen oder ein Straßenschild kann nicht auf 0 Meter sein, sondern muss eine bestimmte Höhe haben. Hier sieht man sehr schön Lichter, die Beleuchtungspositionen, die sind zum Teil falsch. Die liegen mitten auf der Fahrbahn und somit muss man praktisch dort auch die Positionen korrigieren. Die Fehler möchten wir nicht per Hand alle auslöschen, wegradieren, nachbessern. Wenn wir zum Beispiel eine ganze Stadt oder ein Bundesland oder ein ganzes Land automatisch generieren möchten, dann wollen wir Fehler automatisch bereinigt haben. Es werden in den Programmen im Prinzip Konsistenzprüfungen gemacht. Dem Programm wird im Prinzip eine Regel vorgegeben nach dem Motto, die Ampel muss an der Kreuzung stehen in so und so viel Meter Entfernung. Das heißt, das Programm kriegt die Regeln mitgeteilt und prüft dann automatisch für alle 40.000 Punkte, die es dann hat, prüft diese Regeln durch. Bei der jetzigen Szene, jetziger Stand, habe ich ungefähr 4.000 Häuser drin, 30.000 Bäume, 20.000 Masten und ungefähr, ich glaube, 6.000 oder 7.000 Lichtanlagen. Das heißt, du musst für jede Klasse, die du unterscheiden willst, ein Regelwerk definieren. Und das ist wirklich Programmierarbeit. Highlights sind dann, wenn man wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Wochen an einem kleinen Problem gearbeitet hat und sich irgendwas ausgedacht hat, etwas modelliert hat. Und dann programmiert man das und startet die Werkzeugkette und am Ende kommt das Ergebnis genauso raus, wie wir uns das grob vorgestellt haben. Das heißt, am Ende bekomme ich mein Straßennetz fertig generiert mit allen Informationen, die ich benötige für die Fahrsimulation. Dann kann man die Daten nämlich auch wieder weitergeben. Dann sind die plötzlich auch im fertigen 3D-Modell und können in der Simulation benutzt werden.
Als wir dann tatsächlich das Modell das erste Mal in unseren großen Fahrsimulator geladen haben, das heißt, die ganze Welt erscheint sozusagen um uns herum in der richtigen Dimension. Alle Schilder sind quasi so hoch aufgehangen, wie wir das in der Realität auch erwarten, war es nochmal eine völlig andere Perspektive. Egal in welche Richtung man sieht, sieht man praktisch seine eigene Arbeit. Also es ist schon ein Unterschied, das in so einer großen Simulation einmal zu erleben, das eigene Modell, weil man hier dann wirklich drin ist. Also man schaut sich um, dann schaut man wirklich hoch. Die Testfahrer, die wir hier einladen, um Systeme zu bewerten, müssen natürlich ein natürliches Fahrverhalten erzeugen. Wenn ich mich selber in den Fahrsimulator setze, dann vergisst man relativ schnell eigentlich, dass man in einer virtuellen Welt unterwegs ist. Das heißt, wenn eben ein Fahrzeug entgegenkommt, das sich nicht so richtig an die Verkehrsregeln hält, dann ist man erstmal erschrocken, obwohl man in der Simulation ist und eigentlich nichts passieren kann. Wenn wir es schaffen, ähnliche Daten aus anderen Regionen zu bekommen, wie wir sie hier verarbeitet haben, können wir letztendlich mit unserer entwickelten Werkzeugkette genauso ein 3D-Modell und die Straßenbeschreibung erzeugen, wie wir das jetzt hier für Braunschweig gemacht haben. Oder vielleicht auch irgendwann mal ganz Deutschland erzeugen. Warum denn nicht?